Heute habe ich gedacht, zeige ich euch mal unsere Community. Das ist also eine Wohnanlage und das ist, je nach Wohnanlage gibt es da unterschiedliche Amenities. Was kann man zu Amenities sagen? Also Dinge, die angeboten werden in der Community. Amenities, ich muss mal eine Tüte Deutsch kaufen. Ja, aber echt. Auf jeden Fall, wir sitzen gerade auf einer Schaukel, guck mal. Auf jeden Fall in unserer Community gibt es einen Pool, Basketball, Tennis, ich mixe immer Deutsch und Englisch, Basketball, und ihr könnt hier schwimmen Tennis. Gehen. Im See, ja. Im See haben wir aber, rudern kannst du da drauf und Leute angeln auch da drin. Ja. Und halt viele Wege zum Spazieren gehen und man muss dafür auch bezahlen, also eine Art Wohngeld, das heißt HOA-Fee, Home Association Fee. Und das kann unterschiedlich sein, je nachdem, wie viel angeboten wird und wie viele Häuser in der Wohnanlage bestehen. Und bei uns hier beträgt die Wohngebühr, das Wohngeld quasi $775 im Jahr. Das kann aber ganz unterschiedlich sein. Wir haben in Florida zum Beispiel gezahlt ca. 500 alle 3 Monate. Da war dann aber auch drin Gartenarbeit. Da musstest du nicht die Wiese mähen. Das stimmt. Jetzt musst du die Wiese immer mähen und die Büsche schneiden und yep. So. Das mussten wir da nicht. Also es kann ganz unterschiedlich sein. Und wir hatten auch sogar einen Pförtner in Florida. Das haben wir hier auch nicht. Mhm. Aber ich zeige... Es ist ein bisschen windig. Hoffentlich hört man das überhaupt. Ich zeige euch heute einfach mal unsere Community. Ja, schau mal hier. An dem Eingang ist so ein... Teich mit so einem künstlichen Wasserfall, ganz hübsch. Hier kommen oft Familien hin, um Familienfotos zu machen. Dann setzt man sich hier so an diesen Steinen hin und dann hat man einen ganz hübschen Hintergrund. Und dann fahren wir jetzt mal geradeaus zu unserem Clubhouse. So, hier befinden sich Parkplätze, weil hinter dem Clubhouse befindet sich auch der Pool. Ja, im Clubhouse, da kann man auch Partys feiern und das für alle möglichen Dinge reservieren. So, hier ist das Clubhouse. Ein Clubhouse befindet sich auch häufig in Wohnanlagen. Darin kann man Partys feiern und wir gehen jetzt einfach mal rein. Sieht aus wie so ein Wohnzimmer. Und das kann man halt reservieren und dann kann man da seine eigenen Partys, Geburtstagspartys und sowas feiern. So, gehen wir mal rein. So sieht das hier drinnen aus. Kronleuchter. Ja, das ist wie so ein Wohnzimmer und dann ist hier so eine Küchenecke, ein Kühlschrank. Kann man auch einfach nutzen. Da hinten kann man auch Spiele spielen und so. Das sind so ein paar Tische. Mann treibt sich auch gerade hier rum. Guck mal, das Bild, das ist quasi gemalt da draußen. Das befindet sich da draußen. Mhm. Das sehen wir auch gleich noch. Und dort befindet sich der Pool. Dann gehen wir jetzt mal raus und hier ist der Pool. Und dahinter ist ein See. Thank you.
hier Platz. Da gehen wir immer rutschen. Nein, natürlich nicht. Und Julian ist auch schon zu alt dafür, aber wenn man kleine Kinder hat, dann ist das ganz süß. Hallo! Soll ich mal runterrutschen? Hey, guck mal, hier sind ja so eine Dinger, die tun ja am Po weh. Meinst du, ich kann mich vor der Pfütze halten oder falle ich in die Pfütze? Ah! Yeah! So, schau mal, von hier oben hat man eine gute Aussicht. Auf einen Großteil der Anlage, das gehört alles zur Community. Dahinter befinden sich auch Häuser. Ich bin also jetzt hier oben auf dem Spielplatzgerüst. Und da ist unser Pool. Hallo! Guck mal, wie schön. Auf dem See gibt es auch Gänse und Enten. Und da essen wir manchmal sogar Lunch in dem Pavillon. Hier ein bisschen rum. Da sind jetzt die Tennisplätze, Basketballplätze und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen von der Community. Es ist Freitag. Freitag ist Mülltag. Das heißt, alle haben ihre Mülltonnen draußen stehen. Und hier in dieser Wohnanlage sind halt diese Häuser immer sehr ähnlich. Alles so eine Brick. Ziegelsteinhäuser. Und schau mal, hier ist so eine Pet Waste Station, da kann man sich so eine Tüte holen, um eben die Hundehaufen aufzusammeln und hier reinzuschmeißen. So, okay, und wir gehen jetzt mal hier lang. Hier geht es zu den Tennisplätzen und zu dem Basketballplatz. Gehen wir mal hier lang. So, hier sind zwei Tennisplätze, da sind zwei Tennisplätze und hier sind nochmal zwei, also insgesamt 6 Tennisplätze und das kann man jederzeit nutzen. Und ist auch schon ziemlich gut besucht. Und wenn man fertig ist, dann kann man sich hier ein bisschen hinsetzen und einen kleinen Snack essen. Und hier sind auch nochmal Bathrooms. Der Basketballplatz. Und da spielen wir jetzt einfach mal ein bisschen Basketball. Da drüben kommt mein Mann auch schon. Neben uns wird Tennis gespielt.
Der ist sogar Basketball-Homie. Da ist einer, da ist einer. Ach, da brauchst du ja gar keine mitbringen. Okay. Darfst du also noch drauf? Na klar. Kommst du ganz noch? Und du? Mach mal. Hau mal rein. Okay, cut. bitte, schneide es raus. Okay? Ich jetzt mal. There you go. That's my husband. Your turn. Second try, not bad, not bad. No, no, it was the first try because the other first try you want to cut out. No. Yes. Nicht so sehr. Was? Gar nichts. Ich habe nichts gesagt. War der Wind. Yeah. Du musst durch dieses Loch den Ball werfen. Siehst du dieses runde Loch da oben? Nee. Ey, und weh, du schneidest es raus. Und okay, woo! Das war's für heute. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video interessant. Wenn euch das Leben in Amerika interessiert, dann abonniert doch meinen Kanal. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, dann gebt mir doch einen Thumbs up. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!